So Leute, Peace. Ich habe mal gerade einen warmen Farbton reingenommen in diesem Video, ja, natürlich. Nicht mit irgendwie retuschieren oder so, was mein Gesicht angeht. Das ist auf dem Filter ist da nicht drin, aber ein warmen. Die Farbe kann ich ja immer so ändern, ne? Mit denen, hier sieht man gerade. Ne? So, vielleicht bleibe ich auch mal kurz bei Schwarz-Weiß, ne? Gut und böse. Auf jeden Fall hatte ich mein Leben lang immer nur mit schlechten Leuten zu tun, ne? Die mir immer nur Schlechtes widerlegt haben, immer nur schlechte Sachen erzählt haben, ja. Glaubt ihr, da war mal einer dabei, der mir mal was Vernünftiges erzählt hat, mehr ehrlich zu mir war und mal korrekt zu mir war, der mir was Gutes wollte, der mir was Tolles wollte, der mir wollte, dass es mir gut geht, so wie ich das die ganzen Jahre gemacht habe? Nee, da war nicht einer bei. Und dann kommt mal, wenn mal ein einziger kommen würde, der mir endlich mal sagt, was los ist, ja, nur eine einzige Person, die endlich mal sagt, was Anmach ist, ja. Nur eine Person, die mal ehrlich zu mir ist. Und die Leute, dass ich dir mal Glauben schenken kann, diese Person, ja? Und sagen, ja, okay, ich glaub dir. Aber so eine Person gibt es nicht. Im Moment gibt es nur noch wenige in meinem Leben, mit denen ich überhaupt noch zu tun habe. Kaum einer im Moment noch, ne? Und ich habe auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Leute, die mir irgendwas erzählen wollen oder nicht ehrlich sind oder mir schlechte Ratschläge geben wollen oder mich runterziehen wollten, wie sie es schon immer machen wollten, ja? Und dann muss mal eine Person kommen, die was Vernünftiges redet, weil ich keinen Bock mehr auf irgendwelche Erzählungen habe. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf irgendwelche Erzählungen. Die Leute, die irgendwas rausschmeißen an Erzählungen, die kann ich mir nicht mehr anhören, weil die sowieso nur Kacke quatschen. Und ja, und tut mir auch furchtbar leid. Für mich selbst tut mir das furchtbar leid, ja. Dass ich, vielleicht quatsch ich ja was Vernünftiges, ne? Dass mal wenigstens mir zuhört, ne? Aber ich habe keinen Bock mehr auf die ganze scheiße Labereien da draußen, auf die ganzen scheiß Erzählungen, die ganze Scheiße, die mir Leute nachsagen, die ganze Scheiße, die mir Leute an den Hals packen wollen, die ganze Scheiße, die mir Schlechtes wollten, die ganzen Leute, auf die Leute ist drauf geschissen, ja? Vielleicht kommt mal einer, wer was Vernünftiges sagt, ja? Und die Leute fangen an zu spinnen oder durchzudrehen oder sind naiv oder was weiß ich was, oder neidisch oder sonst irgendwie so ein Scheiß oder keine Ahnung was, ne? Weil mal eine einzige Person was Vernünftiges erzählt, ne? Eine einzige Person erzählt was Vernünftiges. Und der Rest nur Müll. Das ist doch voll die Scheiße. Und wisst ihr eigentlich, was sie mir damit angetan hat mit der Scheiße? Ja, kein Wunder, dass ich mich von allen distanziert habe. Ne? Aber die Leute, die haben noch einen schrecklichen Angst jetzt vor meiner Intelligenz gekriegt, ne? Weil ich ja immer noch als Profikiller bekannt bin. Ne? Ja, ist ja klar. Ja, klar. Ich habe keinen Bock mehr auf Erzählungen. Ne? Also ich hab echt keinen Bock mehr auf Erzählungen. Sollen die doch quatschen, was die wollen da draußen. Ist doch egal. Ich habe keinen Bock mehr, die Scheiße anzuhören. Die haben eh nichts auf dem Kasten, kriegen eh nichts selber auf die Kette. Die brauchen alle ihren Lehrmeister. Mal eine Person, die was Richtiges sagt, ne? Und dann haut rein, Leute.